Wenn ein Rechner die bei diesem Oximo als Input erzeugten deutschsprachigen Parameter und Regeln irgendwie verarbeiten soll, an welcher Stelle findet denn dann eine Art Transfer in eine computerverständliche Sprache statt? Oder auch vielleicht, welche Prozesse übernimmt denn genau dann der Computer eigentlich bei diesem Oximo-Projekt? Ja, das ist eine Frage, die wird ganz viel gestellt, ist auch, denke ich, sofort, drängt sich auch sofort auf. Ich überlege gerade, wie ich es am besten, also ich kann erstmal so direkt antworten, das sagt der Computer übersetzt überhaupt nichts. Sondern wir arbeiten tatsächlich nur mit der deutschen Sprache oder Englisch oder Französisch, je nachdem, was die Leute benutzen. Und das ist das, was man zunächst natürlich vielleicht nicht sofort hört, wie kann das sein, ja? Weil der Computer tut was für uns, aber er versteht null. So. Und ich glaube, ich habe so eine Zeichnung verfügbar, wo ich das vielleicht illustrieren kann, wenn das recht ist. Da müsst ihr mal kurz den Bildschirm aktivieren. Das ist jetzt ein bisschen vereinfachte Darstellung, aber vielleicht reicht es, um die Idee zu kriegen. Ja? Also die Sache ist die. Das ganze Konzept. Also das ganze Konzept basiert eigentlich darauf, dass Sie im Kopf im Grunde genommen alles umdrehen müssen. Im Normalfall ist es so, ja, wir füttern einen Computer mit Daten, den haben wir mit einer Programmiersprache instruiert, wie er arbeiten soll, um die Daten zu verarbeiten. Hier haben wir natürlich so, haben wir auch ein Computerprogramm, das ist hier der sogenannte Simulator, ja, S-Sigma, das steht hier für Simulator. Das ist ein kleines Computerprogramm, in Python geschrieben. Das ist, ich weiß nicht, wie viel, noch nicht mal vielleicht eine halbe Seite. Und dieser Simulator, was macht der? Der Simulator bekommt hier zum Beispiel einen ersten Text, wir nennen das Anfangszustand, Ausgangssituation. Das heißt, Sie schreiben einen Text, wo Sie sagen, was ist die Situation, von der ich anfangen möchte, die ich als gegeben real jetzt annehme, so, wo sich auch alle beteiligen sagen, ja, das sehen wir auch so. Und das ist einfach ein Text. So. Und das ist aber nur der Ausgangspunkt. Dieser Ausgangspunkt kann allerdings, kann der aus verschiedenen Texten bestehen. Also wenn Sie überlegen, Sie wollen eine Stadt beschreiben, Stadt ist natürlich schon riesengroß, oder nehmen wir sogar nur einen Stadtteil, ja, und Sie haben verschiedene Gruppierungen oder verschiedene Leute, die eine Beschreibung machen. Dann könnte jeder sozusagen seine Beschreibung machen, so viel er reinschreiben will. Das wären dann, sagen wir mal, vielleicht 5 Texte. Und die werden dann zu Beginn, wenn Sie simulieren wollen, werden die per Knopfdruck zu einem vereinigt. Es gibt dann also eine Ausgangslage, die ja, wie gesagt, aus verschiedenen Texten bestehen kann. So, das ist Deutsch oder Französisch oder Englisch oder so. Dann ist es, das ist der Ausgangspunkt. Sie haben aber zugleich auch, sollen Sie ein Ziel formulieren, eine Vision. Also einen Zustand in der Zukunft, wo Sie sagen, da möchte ich eigentlich sein. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn Sie keine Vision haben, dann haben Sie ein Problem, weil dann sind Sie da, wo Sie sind und Sie wissen nicht, was Sie wollen. Also dieses Programm selbst mutet dem Benutzer zu, dass er sich den Luxus einer Vision leistet, eines Zieles, weil ohne Ziel kann es keinen Prozess geben. Und ohne Prozess dümpeln wir einfach per Zufall dahin. So, und diese Vision ist auch wieder ein Text. Das heißt, dieser Text, die Vision, der ist auch da. Und dann ist es so, das heißt, der Ausgangspunkt ist gegeben und die Vision ist gegeben. Die kann auch aus verschiedenen Texten sich zusammensetzen. Oder sozusagen viele Teilaspekte enthalten, ja. Ich sage zum Beispiel Kindergarten, es soll ein Kindergarten gebaut werden und alle Kinder des Dorfes sollen kostenlos reingehen können und die Baumaterialien des Kindergartens sollen alle, was ich der EU-Recycling-Norm entsprechen und was immer sich man alles vorstellen kann. Das kann also eine ganz lange Liste sein von Dingen, die erfüllt sein sollen, damit das Ziel erfüllt ist. So, und jetzt ist so, jetzt habe ich einen Ausgangspunkt und das Ziel. Und jetzt ist klar, ich denke mal an, nehmen wir ein Gesellschaftsspiel, Brettspiel, Mensch, ärgere dich nicht, oder Schach oder Monopoly, irgend sowas. Dann ist es ja so, ich habe ein Spielbrett mit einer Ausgangssituation. Und wenn einer gewinnen will im Spiel, dann muss er nach bestimmten Regeln, muss er jetzt die Spielsteine bewegen und irgendwelche Karten ziehen oder so. Das heißt, man kann sich vorstellen, das ist der Beginn das Brett am Anfang des Spieles.
Hier gibt es irgendwo die Beschreibung, wann hat einer gewonnen. Und jetzt muss ich versuchen, so wie beim Spiel mit Regeln, muss ich Regeln formulieren, dass ich sage, wie kann ich eine Situation so abändern, dass eine Nachfolgesituation entsteht? Und wenn die immer noch nicht das Ziel ist, was muss ich tun, um wieder weiterzukommen? Das heißt, man muss so viele Regeln formulieren, dass man nach und nach an eine Situation kommt, wo das Ziel Teil davon ist. So, im Moment ist es so, das ist die Basismaschine, dass man tatsächlich diese Regeln formulieren muss, aber auch alles auf Deutsch. Und die Regeln sind total einfach, weil, wenn man sich vorstellt, nehmen wir an, dieses Mensch-Ärgernis-Spiel, das kennt, glaube ich, jeder irgendwie. Wenn Sie jetzt sagen wollen, das ist die Ausgangslage, einer würfelt jetzt und macht einen Zug, dann verändert er ja das Brett, der Spielstein wandert von einem Feld zu was anderem normalerweise. Das heißt, hier entsteht eine neue Situation, eine neue Brettkonfiguration. Sie könnten jetzt diese Veränderung auch beschreiben, ich habe Brett 1 und dann habe ich Brett 2 mit dem Stein da und da. Und dann müssten Sie die Regeln, wie sie in Oxmoor gemacht werden, sind dann so, dass Sie sagen, in der neuen Brettkonfiguration müssen Sie das und das dazu tun, zum Beispiel der Stein ist jetzt auf dem Feld. Sie müssen das und das wegtun, nämlich der Stein, der vorher in dem Häuschen war. Dann haben Sie zwei Veränderungsregeln, nämlich was an der Situation ist neu hinzugekommen, was an der Situation ist weggekommen, hat sich erübrigt. Das sind eigentlich die beiden Grundkomponenten, mit denen man den Übergang von einer Situation in die andere mit deutscher Sprache beschreiben kann. Und ob die Regel angewendet wird oder nicht, hängt dann von der Bedingung ab. Zum Beispiel würde daran stehen, wenn der rote Spieler alle vier Steine noch in seinem Häuschen hat, dann. Und der Würfel ist so und so gewürfelt, dann kann er das und das machen. Und was noch dazu kommt, ist, man kann bei jeder Regel eine Wahrscheinlichkeit angeben, dass man sagt, wenn die Bedingung erfüllt ist, in einer aktuellen Situation, dann mit der Wahrscheinlichkeit 0 bis 1 soll das Folgende passieren. Das sind die Regeln, die Grundregeln. Also es gibt in den verschiedenen Versionen verschiedene Möglichkeiten, Regeln zu haben. Und das alles auf Deutsch. Und das kann jeder sofort per Augenschein überprüfen. Und der Simulator hier, das war Ihre Frage eben, was macht denn der Rechner? Der Simulator hier, der hat diese Ausgangslage als deutschen Text. Dann hat er beliebige Mengen von Regeln, alle in Deutsch zum Beispiel oder Englisch oder Russisch. Und dann guckt er nur, wenn ich jetzt eine Regel habe, ja, das ist jetzt hier ein ungutes Beispiel, ja, hier ist die Regel. Wenn ich die Regel habe, dann guckt er, kommen die deutschen Ausdrücke, die bei einer Regel im Bedingungsfall stehen, kommen diese Ausdrücke auch als Ausdrücke in der aktuellen Situation vor. Er macht einen rein formalen Vergleich. Ja. Die Bedeutung spielt gar keine Rolle. Und wenn die Ausdrücke vorkommen, sagt er, okay, Bedingung ist erfüllt. Also werde ich die neuen Ausdrücke der neuen Situation hinzufügen und die alten Ausdrücke, die genannt werden, die nehme ich weg. Das heißt, er muss überhaupt nichts verstehen, aber es gibt eine formale Struktur, die sagt, eine Beschreibung ist eine Menge von Ausdrücken und die verändere ich dadurch, dass ich Ausdrücke wegnehme oder hinzufüge. Der Computer muss überhaupt nichts verstehen. Und dieses scheinbar einfache Prinzip, warum? Weil die Menschen, die das machen, die verstehen ja. Denen muss ich überhaupt nichts erklären. Die Menschen, die hier sitzen, also wir haben dann vor, in der nächsten Version so eine, wie nennt man das, kooperative, und hier gibt es ein anderes Wort, egal, also dass viele Menschen sich gleichzeitig einloggen können und die können gleichzeitig zum Beispiel dann solche Geschichten erstellen. Und aber zuerst mal zurück, war das eine Antwort auf Ihre Frage oder ist es noch unklar? Soweit finde ich das auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Also vielleicht noch mal kurz abschließende Klärung. Das heißt, im Prinzip werden nur Strings miteinander verglichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen String, also da, oder das heißt im Prinzip, dass ich meine Strings auch sehr vorsichtig formulieren muss, also dass die auch immer sozusagen gleich sind, matchen können. Also genau, das ist die einzige Anforderung. Also man muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Sie sind zwar völlig frei, wie Sie formulieren, aber wenn Sie formuliert haben, dann müssen Sie im Sinne der Konsistenz dann Ihre eigenen Formulierungen ernst nehmen.
Okay, ja. Ich denke, dann ist das einleuchtend. Genau. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Ich kann noch ergänzen, das, was Sie jetzt sehen, ist sozusagen, wir nennen das die Basismaschine. Da ging es darum, das Grundprinzip zu haben, damit das wirklich alles funktioniert. Und wir haben jetzt schon gelernt, in der nächsten Stufe ist es so, hier schreibt man noch selber sozusagen die Regeln hin und kriegt dadurch diesen Abfolge. In der nächsten Version ist es so, man kann das zwar dann immer noch machen, aber in der anderen Version ist es so, man schreibt keine Regel mehr, sondern man schreibt die Geschichte. Das heißt, da sitzen 10 Leute, die diskutieren ein Thema und dann, als ob sie gemeinsam einen Roman schreiben, so ein Drehbuch schreiben, beschreiben sie immer mehr Szenen vom Anfang bis zum Ende. Es können auch Alternativen dann vorkommen. Sie beschreiben sozusagen nur noch die Szenen. Und der Algorithmus nimmt dann die Szenen und zieht aus den Szenen, weil es sehr einfach ist, im Grunde genommen die Regeln raus, automatisch. Man kann dann zwar als Benutzer noch hingehen und sagen, ja, das möchte ich ein bisschen genauer, das ist mir nicht genau genug. Aber man hat dann nicht mehr die Arbeit mit den Regeln, aber man muss sich die Geschichte ausdenken. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, weil wenn die Menschen nicht wissen, wie sie weitermachen wollen, dann kommen sie auch nicht weiter. Also sie werden quasi provoziert oder angeregt, dass sie sich Gedanken machen, wie kann denn eine Geschichte aussehen, die von heute ins Morgen führt, und zwar in ein bestimmtes Morgen. Gut, Sie hatten ja gesagt, also jetzt dargestellt, dass es halt schwierig ist, die Sprache in so eine Art Computersprache zu überführen. Und im Prinzip bedeutet das ja dann, dass nur mit einem Sammelsurium an Algorithmen oder generell Regeln sich unsere Sprache, die ja ständig auch sich weiterentwickelt, und unser Wissen halt eben nur unzureichend erfasst werden kann. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch so, dass uns KI, wenn die, sage ich mal, ein bisschen mehr integriert wäre, vielleicht auch irgendwo so eine Art eigenes Wissen hätte und irgendwie Bewusstsein hätte, dass sie uns natürlich auch noch stärker unterstützen kann. Und da wäre jetzt die Frage, sehen Sie denn eine Möglichkeit, dass wir vielleicht irgendwann an so eine KI doch noch irgendwie rankommen können, auch wenn das jetzt natürlich erstmal mit Ihrem Programm, mit Ihrem Projekt in eine andere Richtung ginge, dass die Alltagssprache auf der einen Seite begriffen werden kann, irgendwie Weltwissen mitgenutzt werden kann und vielleicht auch dieses Wissen irgendwie nochmal, dieser Irrgarten an Wissen, den Sie vorhin beschrieben haben, dass der auch sinnvoll geordnet und kondensiert werden könnte. Ja, ich hatte ja eben schon im Vortrag angedeutet, dass in dem Bild kommt es jetzt nicht vor, aber dass wir von vornherein das vorgesehen haben, dass wir beliebig KIs benutzen können, und zwar auch KIs, die es jetzt noch gar nicht gibt. Und zwar, wie kann das funktionieren? Was ist eine KI? Also ein intelligenter Algorithmus ist ja letztlich nichts anderes. Das ist ein Algorithmus, dem gebe ich eine Ausgangslage, dem gebe ich einen bestimmten Rahmen, ich gebe dem Bewertungskriterien und dann mögliche Aktionen, erlaubte Aktionen in dem Raum. Die muss er haben, sonst weiß er nicht, was er machen soll. Und wenn ich das tue, Ausgangslage, Ziel als Bewertungskriterien und erlaubte Aktionen, dann kann man das, was ich sage, ist ein Problemraum. Ich definiere einen Problemraum. Man kann das auch mathematisch betrachten. Das ist einfach ein gewisser Strukturtyp, so wie man die Mathematik definiert mit bestimmten Mengen, bestimmten Relationen und bestimmten Operationen, die erlaubt sind. Und dann kann ich damit die ganze Zahlen, was auch immer, damit ableiten. Nichts anderes ist. Das ist zwar jetzt hier nicht so hingeschrieben, aber man kann das, und ich habe das auch gemacht, man kann das rein formal als einen Strukturtyp hinschreiben. Und dann habe ich eben Ausgangslage, ich habe mögliche Regeln und ich habe mögliche Ziele. Wenn ich jetzt normal simuliere, also auf Knopfdruck, ich kann jederzeit, wenn man das macht, kann man auf Knopfdruck simulieren lassen. Das heißt, dann zeigt der Simulator, was passiert, wenn. Der Punkt ist, selbst wenn ich jetzt angenommen, ich habe viele hunderte Regeln irgendwann erarbeitet und kann relativ komplexe Prozesse damit darstellen, weil man muss auch sehen, das ist jetzt einfach. Es gibt ja auch ständig Verzweigungen. Ja, ich kann das so oder so machen oder mehrfache Verzweigungen mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, schon ein kleines Modell kann unter Umständen sehr viele Varianten erlauben.
Wenn ich aber simuliere, kann ich immer nur einen Pfad durchspielen. Und wenn ich jetzt jeden Pfad, den ich auch noch durchspielen wollte, wäre zusätzlicher Zeitaufwand. Und bei komplexen Prozessen habe ich ganz schnell viele hundert oder tausend Regeln und 10.000 oder 100.000 Varianten. Das kann eigentlich aus Zeitgründen, wird es kaum ein Mensch machen. So. Jetzt ist aber so, dass diese Grundstruktur, der Problemtyp, der ist halt so, dass er rein formal, mathematisch sofort einen riesigen Raum möglicher Pfade definiert. Die sind implizit definiert. So, für einen Algorithmus, also für einen KI-Algorithmus, ist das ein Eldorado, weil er hat alles, was er braucht. Er hat Ausgangslage, er hat Regeln, er hat Bewertungskriterien. Und dann sage ich, okay, jetzt spiele mir mal alle Simulationen durch, die es gibt, und guck, bei welcher Simulation die optimalste Konstellation von bestimmten Werten entsteht. Das heißt, er hat einen Suchraum, den sucht er ab und dann findet er, wenn wir Glück haben, bestimmte Teilräume, in denen genau die Werte sind, die sagt, okay, die sehen jetzt optimal aus gegenüber allen anderen. Und dann können, und wenn man das dann macht, das bauen wir dann ein, das ist Version 3 oder so, dann würde ich einen Knopf drücken, sage hier, also zeig mir mal, welche interessanten Teilräume gibt es, und dann listet er mir die einfach auf. Das heißt, ich habe die Power der KI im vollsten Umfang zur Verfügung und kann die für meine Konstellation nutzen. Mehr kann eine KI nicht. Egal, was sie heute haben, Bilderkennung, Auto, autonome Roboter, autonomes Auto, was auch immer sie nehmen, die können nicht mehr als Problemräume absuchen, die interessanten Teilräume finden, und wenn sie die gefunden haben, können sie die sozusagen in bestimmten Umfang anwenden. Also was anderes macht auch kein Go, Alpha-Algorithmus und so weiter. Das heißt, diese sehr flache Verwendung von KI heute, die haben alle keinen Rahmen. Hier ist es so, dass wir durch diese Art von, ich sag mal, menschlicher Intelligenz einen automatischen Rahmen definieren. Das ist einfach ein Abfallprodukt. Das ganze Programm ist so, dass man, sobald man es benutzt, erzeugt man eine Mini-Theorie. Und sobald ich eine Mini-Theorie habe, habe ich einen Problemraum und da kann ich jede Art von KI drauf anwenden. Das ist die erste Antwort. Ist das für Sie okay oder verstehbar? Ja, soweit, ich denke, das ist soweit mir klar. Mhm. Gerne auch immer Gegenfragen oder Kommentare aus dem Publikum. Ich hätte, glaube ich, noch eine Frage. Mhm. Und zwar, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja oftmals so KI jetzt gerade auch halt so sehr, sehr spezifisch. Also irgendwie so, wie heißt das, Narrow AI, also irgendwie so, keine Ahnung, Bilderkennung halt dann sehr gut. Läuft ja. Klar, dass man quasi diesen Problemraum tendenziell viel zu groß auslegt, als dass dann die KI tatsächlich irgendwie sinnvoll dabei helfen könnte. Also ja, jetzt zum Beispiel, ich möchte ein Haus bauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann eine KI eigentlich schon überfordert wäre, weil es ja so viele verschiedene Themenbereiche abdecken muss. Mhm. Absolut. Ja. Nee, das ist genau, Sie haben genau den Punkt erwischt, den ich eben meinte. Wenn eine KI einen Problemrahmen hat, dann ist sie super, ja. Dann ist sie besser als wir, weil sie kann einfach schnell viel rechnen. Aber wenn sie keinen Problemraum hat, dann ist sie komplett sozusagen verloren, weil sie weiß gar nicht, was sie rechnen soll. Es gibt sozusagen keine Kriterien für die KI. Während, das ist halt der Unterschied. Wir Menschen sind unfassbar gut im Aufstellen von Problemräumen. Das ist einfach, das machen wir einfach automatisch. Unser Gehirn ist so gebaut, dass es das einfach kann. Und zwar erheblich sehr komplex und sehr schnell. Wir können nur nicht schnell viel rechnen. Das ist nicht so gut für. Insofern ist das jetzt die Idee, ist in diesem kollektiven Mensch-Maschinen-Intelligenz, das ist sozusagen eine Art Symbiose von zwei Welten. Jede hat ihre Stärken. Jede für sich hat Stärken und Schwächen, aber beide zusammen haben nur Stärken, weil die Schwächen macht jeweils der andere wett. Ja, so würde ich es jetzt mal formulieren. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Ja, ich glaube schon. Ich habe halt nur immer noch das Gefühl, dass man vielleicht dann trotzdem diesen Problemrahmen, den man halt als Mensch, also auch wenn man da vielleicht sehr gut drin ist, dann vielleicht trotzdem noch viel zu groß irgendwie ansetzt. Aber, ach so. Ja gut, ja. Das ist natürlich richtig. Ich mein, das ist die Stärke und Schwäche von uns Menschen, dass wir können einerseits sehr schnell ziemlich komplexe Sachen uns zurechtlegen, aber das ist dann
Weil in dem Moment, wo wir das machen, haben wir nur nicht die Konsequenzen im Auge. Wir wissen nicht, ist es wirklich, führt es zum Ziel oder nicht. Und deswegen, und dazu brauchen wir halt, sagen wir mal, ich nenne es jetzt Denkverstärker, deswegen brauchen wir zum Beispiel so ein Programm wie Oximo. Da könnten wir schon mal ein beliebiges komplexes Setting eingeben und dann könnten wir gucken, sozusagen relativ gemütlich, wo führt das Ganze jetzt hin? Und wenn wir dann sehen, ah ja, okay, das ist so einigermaßen, oder wir können dann sogar schon da könnte man dann sogar KIs einsetzen und sagen, jetzt guckt mal, was rauskommt, wenn dieser Rahmen gegeben ist. Das könnten KIs, aber sie können das nur dann, weil sie brauchen ja, wie Sie vielleicht gesehen haben, wenn ich den Ausgangspunkt habe und ein mögliches Ziel, sie brauchen ja dann die sogenannten Veränderungsregeln, die sagen, wie komme ich von A nach B. Und wenn der Weg lange ist, brauchen sie relativ viele solcher Regeln und die fallen ja nicht vom Himmel, sondern im Falle, wenn wir Menschen das machen, dann müssen wir uns gemeinsam darüber diskutieren und gucken, was fällt uns ein und formulieren das. Und dann haben wir, wenn wir es geschafft haben, haben wir zumindest mal, können wir simulieren können, per Hand sozusagen einen Weg nach dem anderen uns zeigen lassen. Wenn wir da angekommen sind, dann kann der KI sagen, okay, Jungs, das kann ich schneller wie ihr, ihr habt ja den Rahmen wunderbar erarbeitet, also mache ich jetzt los. Aber solange diese Verbindungsregeln nicht da sind, ist eine KI auch hoffnungslos verloren, weil sie weiß einfach, schlicht und einfach nicht, wie soll sie kombinieren. Das, weil eine KI ist ja nur, wenn so will, was ist denn das? Das ist ein Algorithmus. Wenn er gut ist, stehen alle Regeln drin, die man braucht. Und wenn die Regeln nicht drinstehen, weil der Programmierer oder wir Menschen sie reingeschrieben haben, es gibt keinen Weg bei mangelnden Informationen für eine KI, dies zu ersetzen. Absolut unmöglich. Das wäre sowas, will ich aus dem Nichts viel erzeugen, ja. Ist das eine Antwort irgendwie? Ja, ich glaube schon. Ja. Mhm. Vielen Dank. Ich würde da vielleicht auch noch ergänzend dazu sagen, dass der Umgang mit so einer KI auch irgendwo so ein bisschen Trainingssache ist. Genauso wie der Umgang halt mit einem Fahrrad oder vielleicht auch ein leuchtenderes Beispiel mit Google, wenn ich da ordentliche Ergebnisse haben will, muss ich ungefähr wissen, was sind denn sinnvolle genau. Stichwörter und so weiter. Ja. Und dann bekomme ich halt also je mehr ich das einfach mache, und je mehr ich verstehe, was da eigentlich für eine Art von Prozess dahinter steckt, der das Ganze irgendwie verarbeitet, umso eher kann ich dann natürlich sinnvolle Rahmenbedingungen erstellen.